Willkommen zu einer neuen Folge, nicht Ramses Kitchen, aber zu einer neuen Folge vom Bier-Adventskalender. Und der Adi bekommt natürlich auch wieder was. Der hört gerade, dass draußen die Hunde bellen. Guckt er gleich wieder wie ein Arsch? Nein, heute alles normal. Also wir fangen an wieder mit Adis. Zeig dein Po. Wir fangen wieder an mit Adis Kalender. Das heißt, wir nehmen uns heute das und gucken mal aufs Türchen Nummer 9. Die Nummer 9 ist hier drüben und beinhaltet diesmal so komische Fische. Die zeige ich dir jetzt mal hier, Adi. Guck dir mal die Fische an. Wie mit der Hand ran. Hat gerade erst gegessen, ja. Ich glaube, diesmal kann ich den nicht mit den Fischen ködern. Der hat nämlich jetzt keinen Hunger mehr. Pupsi hat ihn gerade gefüttert. Und dann hat er noch Pudding bekommen. Und dann hat er noch keine Ahnung. Ah, die Fische. Fische. Fischi. Dann tu mal die halt hier rein. Dann kann er essen, wann er Lust hat, ne? Ich habe eine weiße Stelle. Und wir gönnen uns das nächste Bier am 9. heute. Mal gucken, wie es heute aussieht mit den Etiketten. Ob ich heute umfall, ist wieder hier oben drin. Wunderbar, zieh mal raus. Und jetzt habe ich schon gedacht, da ist gar nichts mehr drin. Aber das ist einfach eine ganz kleine Flasche. Klein und dick, wie der Adi, genau. Zieh mal hier raus, es geht gar nicht rausziehen. Guck mal, du willst das rausziehen. Die geht gar nicht raus, die nimmt den halben Kalender mit. Wie macht man das? Und den ganzen Kalender kaputt gerissen. So muss das sein. Jetzt stellen wir euch aber wieder hin. Ja? Richten euch wieder aus. Ja? Ich merke schon, die Klopapierrolle ist zu klein. Da hat jemand aus Versehen das Klopapier benutzt. Jetzt passt die nicht mehr. Jetzt ist die zu klein. Da hält das nicht mehr so drauf. Wir haben ein Marie Hausbrändel Hell. Dann gucken wir uns erstmal den Kronkorken an. Der ist doch schön. Das ist also Marie. Jetzt weiß ich auch, was aus ihr wird später, wenn sie groß ist. Sie hat ein Dirndl an und trägt gleich 100 Bierkrüge links und rechts und bedient die Sippschaft der Männer. Das ist doch mal eine tolle Aufgabe. Genauso wie es hier oben drauf ist, ist es auch hier auf dem Etikett. Ihr habt hier nochmal diesen schönen hellen Hintergrund. Ne? Ihr habt hier den blauen Himmel, ihr habt den blauen See. Ihr habt hier, da fliegt eine Gans vorbei. Ihr habt den Wald im Hintergrund. Ihr habt Marie, die lächelt über beide Pausbacken. Und Marie Hausbrändel Hell ist natürlich aus der Familienbrauerei Schwarzbräu. Guckt euch an, wie viel Bier die im Gepäck hat. Das ist eine Frau, ne? So muss das aussehen. Das hat 4,8% bayerisches Bier auch wieder. Ich hasse solche Flaschen, auf jeden Fall. Erinnert mich nicht an Bier trinken, aber andere Länder, andere Sitten. Bayern. Auf jeden Fall. Das Etikett ist sehr künstlerisch gestaltet. Es ist sehr liebevoll im Detail. Ihr habt viele kleine Sachen, die ihr euch reinziehen könnt. Es ist nicht deprimierend wie die meisten anderen. Würde mich jetzt aber nicht zum Biertrinken einladen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Mich persönlich spricht das nicht an. Da würden viele Leute jetzt bestimmt einfach eine 5 geben, weil das so brutal ist, weil das so detailliert ist, weil das so schön ist, weil das so freundlich ist. Aber ich weiß nicht, ich kann auch wieder nur eine 3 geben. Fragt mich nicht, was mit mir los ist, ich gebe eine 3. Mir fehlt irgendwas. Mir ist das vielleicht zu viel. Ich will Bier trinken und nicht ein Kunstgemälde anschauen, ja? Es ist ja schön, aber dadurch ist bestimmt der Preis wieder teurer. Etikett trotzdem von mir nur eine 3. Wenn ich mit anderen vergleiche, hätte ich eigentlich eine 4 geben müssen, weil das so toll aussieht, aber ich kann mir ja nicht die Mühe, die dahinter steckt. Ich soll ja nicht die Mühe bewerten, die dahinter steckt. Ich soll ja das, wie es mir gefällt, ja? Mir gefällt's gut, aber nicht zu gut, sagen wir es mal so. Okay, mit Fluppen ist da leider auch nichts.
Das Gute ist, ich tue die Bierstöpfe jetzt immer hier neben die Toilette fallen lassen und räume die dann nicht weg. Mir der Nächste, der aufs Klo geht, noch ein Suchspiel machen kann und sich wundert, wieso da immer Bierstöpfe liegen. Jetzt holen wir wieder unser Bier-Tasting-Glas. Von der Farbe erwarte ich auch nicht zu viel, da das ja eh ein helles ist, dürfte das wieder so trüb aussehen, so bleich. Wir versuchen die Marie aber schön in die Kamera zu halten, dass man die sieht. Da vermisse ich, glaube ich, sowieso diese schöne, präsente, starke, goldene Farbe. Das sieht dann wieder etwas wässrig aus. Och, Adi, mach weiter. Nur weil mein ganzer Po rausguckt und du dich da dran streifst. Aber hey, wir haben es geschafft und haben es mal ganz ins Glas reingeschüttet. Guck, sogar mit Schaumkrone. Wunderbar. Farbe muss ich trotzdem sagen. Ist okay. Es perlt schön. Ihr seht eh nicht, ob was perlt oder nicht. Es ist ganz okay, ja. Es ist auf jeden Fall, es ist nicht trüb, es ist klar. Es ist klar, aber es ist hell. Da es nicht trüb ist, ich würde, ja, was gibt man denn? Wenn es so ausgewaschen aussah, gab es eine 2. Ich würde für die Farbe da als auch eine 3 nehmen, glaube ich. Es ist mir nicht kräftig genug, aber es ist schön klar. Wenn es kräftig und trüb ist, geht es runter zur 2. Aber man kann ja nicht ein Pilz und ein helles und ein Weißbier, kann man ja nicht, ja, ist ja klar, dass die unterschiedliche Farben haben. Bewertet man also danach, wie mir die Farbe allgemein gefällt oder wie es die Farbe für die Biersorte dementsprechend sein soll. Von mir auch wieder eine 3, Schaum passt auch, wunderbar, ne? So sehen bei den meisten die Biere aus. Jetzt riechen wir mal kurz. Riecht wieder wie Spülmittel, glaube ich. Ich glaube, das ist wieder derselbe Effekt wie immer. Du trinkst das, es hat dann am Anfang keinen Geschmack, ist wässrig und kommt dann extrem bitter hinterher. Aber es geht ja noch nicht um den Geschmack, es geht um den Geruch. Geruch ist sehr unscheinbar, aber das, was ich rieche, finde ich nicht so pralle. Voll Geruch würde ich, glaube ich, sogar nur 2 Punkte geben, aber wir haben immer noch den Geschmack übrig. Das hat eine ganz komische Note. Das schmeckt wie, als hättet ihr Zahnfleischbluten, ja? Vielleicht habe ich das auch gerade, ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Bier so schmeckt. Ihr denkt wirklich, ihr trinkt und habt dann irgendwie so nach Eisen halt. So eine Eisennote hat das. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ist trotzdem beim Trinken nicht so präsent. Hat aber dann diesen extremen Nachgeschmack, der eben irgendwie so eisenhaltig, blutig, zahnfleischmäßig ist. Gleichzeitig bitter und sauer und würde mir vom Geschmack her, ich glaube sogar nur eine 1 wert sein. Geschmack Note 1, Note 1, Geschmack 1 Punkt, 1 von 5 Punkten, nicht Note 1. 1 ist auf jeden Fall nicht gut. Deswegen, habt ihr das auch gehabt? Kennt ihr das? Ihr seht, schönes Etikett und dann ging es immer weiter runter. Das tut mir jetzt leid. Trotzdem, wir müssen hart und fair bewerten. Ich glaube, das war's von meiner Seite aus. Ich guck mal, ob es morgen wieder bergauf geht. Irgendwann muss doch Deutschland sucht das super Etikett aus dem Kalender rauskommen. Darauf freue ich mich schon besonders. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Zahnfleischbluder Murphy. Ramses.